Der Werner hat noch was offen? Jetzt. Kannst das sehen, Tiny Chat? Das ist verstörend in mehr als nur einer Hinsicht. Du, 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 du. Der Kackpot, ne? Der geht mir auf den Senkel. Quatsch. Ich dachte, der ist Mopot. Ich spiele mit Lenkrad. Dem G27. Werner spielt mit dem LS-Lenkrad, das weiß ich auswendig. Hat auch ungefähr 20.000 Mal in jedem Video erwähnt. ja, Hago spielt mit Gamepad, soweit ich weiß. Hm? Mit welchem? Irgend so ein Standardding, ne? Xbox 360 Controller. Ja. Und Patrick spielt mit Lenkrad. E29. Wenn er es denn mal anschließt. Ist angeschlossen. Okay. Wir machen Fortschritte. wir haben einen Follow bekommen und ich habe das schon wieder ignoriert. Leute, könnt sowas doch nicht machen. Quatsch. Doch. Wer ignoriert denn sowas? Ich weiß das doch nicht. So, wer haben wir denn hier? Jakob Baum. Danke. Mit einem Follow. Und der David Fendt hat auch gefollowt. Ich weiß aber nicht, ob wir uns bei dem bedankt haben. Aber wir tun es jetzt einfach mal doppelt. Danke, danke, danke. Oh. Der Mixfeeder ist an. Ja, den habe ich gerade angemacht. Ja. Mixfeeder. DR. Wollen wir nicht selbst mixfeeden? Mixfeeder. Ja, alles gut so. Nein, der Hago ist ein Freund von. Der mag das Ding. Lass ihn doch. Er zu wenig Leute hier. Kann das gerne machen. Wenn du nicht immer spulst, dann funktioniert der Sänger. Wir müssen ihn, glaube ich, ein bisschen höher einstellen. Ne? Das funktioniert aber auch mit Spulen. Nur kurz warten, wenn du über 8 hat und dann kannst du wieder weiterspulen. Hat er nicht dran gedenkt, hat er nicht. Genau, er muss nur anlaufen. Alles gut. Läuft er einmal am Tag oder mehrmals? Dreimal dieser. Oha. Ja, an allen drei Zeiten musst du ja warten. Ja. Kannst auch ein Bild laufen lassen und dann manuell 3-4 Mal laufen, dann ist es auch nichts Schlimmes, nur dann hast du halt irgendwann keine Mischration mehr. Das stimmt. Da einfach Mischration so reinknattern. Ja! Mit dem Ladewagen und fertig. Kann man ja trotzdem machen. Einmal voll hucken für 7 Tage. Wer kommt denn da mit dem kleinen Pissschwader angefahren? Hago? Das ist nicht dein Ernst. Hago? Ja? Seh du zu, dass du das Zeug da abmähst. Den Rest muss meine Sorge sein. Du sammelst das auch selber auf. Haben wir einen größeren Ladewagen mittlerweile? Ja, ne? Ja, haben wir. Okay, cool. Wo müssen wir auch sein? Einen größeren Schwader. Was? Sehen? Ich glaube, Sehen irgendwo noch. Nee, ich glaube, das kommt aber. User was moved out of your channel. Hä? User joined your channel. Quatsch. Quatsch. Blöde ist jetzt kackt mein Game gleich wieder ab. Ja, das macht gar nichts. Das kommt vom Raustippen. Selber schuld. Haha. Karma nennt man sowas. Karma. Meine Musik ist zu leise. Du, 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 du. Das ist ein seltsamer Name. 1, 2, 3, 4, No-Name folgt uns. Danke. Ja, cool. Da hätte er eigentlich auch den kleinen Kramer vorhängen können, ne? Komisch. Passt. Der ist aber gar nicht im Raum. Passt. Ja, lustig, was du alles followed, aber gar nicht zuguckt. Ja, vielleicht ist er wieder gelaufen. Wahrscheinlich. Rein und tschüss. Gut, Probe. Wie war das? 8,20, ne? Fendt. Falls du das meintest, mit welcher ist das? Das ist der 8,20.
Ja, ja. So, die Maschine auffüllen. Schnapp mir doch mal Ladewagen nicht. Ja, das lohnt sich nicht, hinter dem Minischwader hinterher zu laden. Ladewagen? Mika. Ballen machen wir, ne? Ja. Gras ist da, oder? Weiß ich nicht. Lass mich mal gucken. Wie war das denn? Steuerung. M? M und F. Da? Die Lage ist genug da. Ja, da können wir Grasballen machen. Wo ist der? Wolltest du den Silohaufen nicht voll machen jetzt? Welchen Silohaufen? Der ist schon zu 30% auf dem Hof. Ja, aber wir haben so viel Silage, wofür brauchen wir noch mehr? Ich denke, für die BGA wird. Naja, gut. Wir können auch das Silo voll machen, mir ist das egal. Bringt nur kein Geld, ne? Ja, aber wegen mir. Wo ist denn der Ladewagen? Steht in der Scheune da drin beim Misthaufen gegenüber. Ach da. Das ist alles erspielt. Im Multiplayer geht das auch vergleichsweise recht schnell. Muss man ja sagen. Ja, soll ich denn hier festfahren oder irgendwas machen? Kannst du gleich festfahren, ja. Das Tablet war der Mixfeeder. Wo seid ihr unterwegs? Unter der 46. Okay. So, ja. Was gibt's irgendwas Neues? Standardfrage von Werner. Mein Laptop macht irgendwas komisches. Laptop, hör auf damit. War ich nicht. Bist du einmal außen rum gefahren, Patrick? Sie. Und danach Bahn gezogen. Sie. Okay. Ich glaube nicht. Also es ist alles beim Alten. Das ist sehr merkwürdig mit dem Twitch-Chat. Das müssen wir nach dem Aufnahme nochmal richtig mal einstellen. Das ist ja katastrophal. Ich sehe das auf meinem Notebook sehe ich das viel schneller. Und dann, das ist echt nicht cool. Aber gibt's irgendwas Neues? Nö. Also den Berg sollte man nicht runterfahren, das wird nichts. I see. Wir haben was zum 10.000 Abo Special tatsächlich jetzt mittlerweile was geplant. Das läuft. Genau. Hast du ein Rossabo? Bitte?
Ich denke nicht. Achso, jetzt setzen wir zurück. Wir sprechen untereinander. Was habt ihr denn schon wieder verbrochen für ein Quatsch? Ich gar nichts. Alles nur Verbrecher hier. Muss aber schon aussteigen dafür. So. Willst du mich zurücksetzen? Das könnte ich dann auch selbst machen. Ja, dann mach. Will ich ja nicht. Ich hab das schon. Viel Spaß. Danke. Hey. Gab's das Buch nicht umsonst? Das Modding-Buch von Giants? Nein, das war doch mal umsonst gewesen. Ja, ja, zum Goldettern. Ach so, okay. Oder war es beim, ich weiß nicht, beim zweiten DLC? Ich weiß nicht, bei irgendeinem war es dann auch dabei. Oder man hat halt, so wie ich, die gedruckte Version. Ich meine, ich habe das irgendwie als Vorbesteller vielleicht auch deswegen gehabt. Ah, genau. Wer hat denn hier schon LS17 vorbestellt? Argo? Nee. Was? Nee. Kann doch gar nicht sein. Doch, doch. Argo, was ist da los bei dir? Brauche ich nicht. Ich hab's schon. Kein Bock auf LS17 oder was? Ich hab das Spiel schon. Ach so, okay. Du bist quasi Beta-Tester. Ja. Ja. Alpha-Test. Wenn die jetzt noch in der Alpha sind, dann holt er die Waldfee. Ja, bei Giants ist alles möglich. Die können auch noch Alpha. Bis 2 Wochen vorher. Was? Ja. Wer weiß, was da rauskommt. Beim Verkauf ist Beta. Dann gibt es 3 Updates und dann können wir mal in die Final gehen. Standard bei jedem Spiel. Ich bin da echt so gespannt auf das Game, das kann man gar nicht in Worte fassen. Nicht. Ehrlich. Hä? Ich nicht. Okay. Ehrlich, weil ich der Meinung bin, dass ich da aufgrund der derzeitigen Entwicklung bei Giants an der Engine nichts ändern wird. Ja. Und nur Fahrzeuge und Maps sich ändert und sonst nichts weiter. Du wirst nur eine geupdatete Version vom LS15 mit neuen Fahrzeugen und neuer Map bekommen. Hat sich denn die Engine vom 15, zum 13 zum 15er geändert? Ja, aber auf jeden Fall. Ja, grafisch schon, teilweise. Aber ja, die Engine halt darunter sehr hat sie extrem. Ja, ob sie die Grundengine ist dieselbe. Ja, und dann kannst du davon ausgehen, dass sie da vielleicht nochmal was reißen werden. Und dass es grafisch sich doch nochmal ein Stückchen verbessern wird. Ich will erst ein In-Game-Video mit irgendeinem Schrott sehen von irgendeiner Messe, was weiß ich, hier von Gamescom. Ansonsten, no way. Okay. Ich glaube sogar, zuerst kommt noch der zweite, also der zweite Trailer quasi oder so. Ja, man das sehen kann. Das, was du richtig als fast Final sehen kannst, kommt auf der Gamescom. Immer. Jedes Mal so. Es kommt immer zur Gamescom, kannst du das Spiel in Köln anspielen. Bin ich. Ja. Ja. Klettenberg. Klettenberg-Map. Map Klettenberg. Ah, apropos Map. Den Dingsons habt ihr bestimmt nicht geändert, ne? Hä? Den Titel. Wir spielen Factorio wahrscheinlich immer noch. Was? Nö. Oben steht Livestream Abend, 20.06. Landwirtschaftssimulator. Boxer ist back! Auf der Karte Klettenberg. Der Boxer ist back. Sehr geil. Hab ich ihm letztes Mal noch ausgeschimpft dafür und schon macht das wieder richtig. So, ab geht das. Ja, sicher, wenn er vielleicht auch auf der Farm kommen können, aber ich glaub's nicht. Die Frage ist nur, ob du die Bilder von der Farm kommen dann veröffentlichen darfst. Es ist ja schon, es wird ja angekündigt.